Und herzlich willkommen zu Minecraft Season 5. Mit mir ist der Celsius. Wir haben ganz wenig Essen, da müssen wir uns noch was kaufen, dass wir nicht verhungern. Und zwar, mein Rucksack ist voll. Komm, was lassen wir denn hier, diese Zombie-Lebern? So. Guck mal, jetzt die letzten Reste von unseren Hammeln. Und dann geht's los. Ja, die Wahlen, die sind fast vorbei. Ich habe ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Oh, das ist ein Radio. Haben wir hier irgendwas noch drinnen? Hier ist noch Farbstoff. Rotes Glas, Sand, Sandstein, ein bisschen Holz ist auch noch drin. Das ist wirklich sehr fichtenholzlastig hier alles. Vor allen Dingen weiß ich auch überhaupt gar nicht mehr, was ich hier alles geplant habe. Was macht die Kuh da oben? Hier geht's doch irgendwo rüber. Ja. Abkürzung. Ja, muss auch ein bisschen was angebaut werden. Von alleine wächst das ja nicht. Und bald sind wir auch auf dem neuesten Stand der Versionen. In der Version 1.9. Sind wir dann wahrscheinlich nicht, sondern wir springen dann auch gleich auf die 1.10. Und die 1.11 lässt er wahrscheinlich auch nicht mehr lang auf sich warten. Werden wir dann da wahrscheinlich sehen, welche Version wir switchen. Also nehmen wir stark an, dass es die 1.10 ist. Und wenn die 1.10 schon veraltet ist, müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Weil die ganzen Plugins, die bei uns drauf sind, müssen natürlich auch kompatibel sein mit der Version. Das ist bei manchen wahrscheinlich nicht umzusetzen. Deshalb müssen wir da wahrscheinlich auch ein bisschen länger als sonst gerade warten. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich war letzte Woche geschäftlich in Halle unterwegs. Das war ein Ding, sage ich euch. Das war ein Ding. Dieser Innenstadtverkehr, das ist ja in Halle furchtbar. Euch vorstellen, die Hallenser, die werden es jetzt wahrscheinlich auch wissen, warum ich das sage. Alle, die nicht aus Halle kommen, werden jetzt bestimmt sagen, ob, weiß da eh nicht, was da los ist. Aber ich kann es euch sagen, wenn ihr nach Halle fahrt, ihr werdet immer im Stau stehen. Immer. Und zwar in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr. Also zwischen 18 und 10 Uhr. Damit meine ich jetzt nicht 22 Uhr, sondern ich meine wirklich 10 Uhr vormittags und 18 Uhr abends. Also zwischen 18 Uhr abends und 10 Uhr vormittags ist da nicht so viel los. Aber den Rest der Zeit ist da sehr viel los.
So, jetzt müssten wir eigentlich hier alles abgegrast haben. Super. Da drüben ist noch was. Habe ich zumindest gesehen. Genau hier. Wieder noch auf Gras angebaut. Hier ist alles in Ordnung. Hier geht es dann in die Landschaft über. Na, das sind alles gewerbliche Flächen. Wenn man hier durchläuft, schaut auch sehr lustig aus. Wenn man ganz schnell ist. Ja, muss man mal jetzt so laufen. Kann man sogar drüber laufen. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Irgendwann plumpt's man rein. Ah, guck mal. Sind wir doch durchgekommen. Hinten müssen nämlich auch noch angebaut werden. Siehst du? Das hat man jetzt vergessen. Aber hier ist noch kein Wasser drin. Ja, hier, nein. So. Auch nicht. Und jetzt haben wir hier drüben was kaputt gemacht. Hier geht's nicht. Aber hier geht's wieder. So, hier ist auch ein Hoppelhase. Geht jetzt ein bisschen schneller, weil das ganze Areal nicht so breit ist. Aber man sieht trotzdem, dass das Zuckerrohr immer mehr wird. Ne? Ich weiß ja da vorne den Thron selbst noch gar nicht mal wohin damit. Das Ziel sollte es ja mal. Jetzt habe ich auch in die Fackel runtergerissen. Das Ziel sollte es ja mal sein, die. Den Zuckerrohranbau hier mit einer Papierfabrik zu huldigen. Nur leider sind die Mechaniker gerade nicht zu Hause, beziehungsweise sind sie gerade auf Firmenurlaub, also auf Urlaub der geht es auch ganz schön tief runter. Urlaub der Firma. Ne? So, es wird wieder Nacht. Warte mal, da gehe ich ja hinten. Ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich reingesprungen und jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Schöne Sache, hinten komme ich gleich rechtlich raus. Kleiner Moment. Ah, hier komme ich raus. Genau, da hinten ist nämlich auch ein Bett. Nehme ich jetzt mal stark an. Opa. So, schnell, schnell, schnell. Hier muss ja auch ein Bett sein. Ja, da ist ein Bett. Ein sehr schönes Gebäude. Guck mal, wie viel. Mit einem eigenen Brunnen. Von hier aus sieht das, glaube ich, schön aus. Ja. Von da vorne gleich wahrscheinlich noch besser. Mmh, lecker. Vielleicht mal hier so hinstellen.
So. Hier ist die Formel Schweinsstrecke von uns, die dann auch wahrscheinlich mit antreten wird. Oh, gehen wir mal hier außen rum. Hier unten drunter ist dann die Bahnstrecke, die S-Bahn. Dann geht es in die Start- und Zielgerade. Da fährt man dann hier links raus in die Boxengasse. Und die muss nämlich noch hier komplett gebaut werden. Und da stehen auch bisher, glaube ich, nur zwei Boxen. Da oben machen wir Werbung. Die ist jetzt da. Genau, das hat nämlich der liebe Dollcrafter gebaut. Nicht sogar nur eine Box. Ich glaube, eine Box für zwei. Weil wenn man hier drückt, da geht es nämlich nach unten. Da kann man hier raus. Das nützt nichts, aber es ist super gebaut. Ein wunderschönes Lied. Ja, ich bedanke mich da auch nochmal ganz sehr beim lieben Dollcrafter. Hier haben wir alle Teilnehmer, 11 Boxen insgesamt sollen das werden. Also ich nehme mal an, dass hier noch ein paar Häuser nebeneinander passen. Mal sehen, ob die alle auch ein bisschen anders strukturiert werden, weil das soll ja mal ins Stadtbild mit einfließen. Und wir haben hier die Formel Schweins auch mit eingraviert. Dann geht das dann hier rum. Und hier rum. Und hier muss man noch was einfallen lassen, weil so kann es nicht bleiben, diese kleine diese kleine Enge. Muss schon hier was gegen das Abkürzen hin, wie zum Beispiel hier, dass man da nicht drüber läuft. Da geht es dann hier Richtung Stadt. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gezeigt, aber ich war mir da nicht mehr so sicher. So, da geht es dann hier in die Stadt rein. Muss man ja geradeaus weiterlaufen. Man sieht ja schon die Begrenzungen hier. Immer den Kaninchenbeulen hier aus der Hand. Läuft mal hier lang. Immer weiter den Weg folgen. Und hier vorne ist eine Kurve. An dem Denkmal vorbei. Und dann kommt man dann hier hin. Und hier soll es dann mal, glaube ich, nach unten gehen. Genau. Da ist hier jetzt noch nichts drin. Genau, hier ist noch nichts drin. Hier wollte ich eine Barriere drüber setzen. Und da drüben geht es dann weiter. Und da kommt man dann hier hinten raus. So, da waren wir. Dann kommt man hier raus. Und dann hier hin. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, man geht hier rein. Aber nein, dann geht es hier eine Kurve raus. Und dann ist hier wie so eine Serpentine, die in den Berg hinauf führt. Da könnte man vielleicht jetzt weitermachen. In Let's Play kann man das wahrscheinlich noch besser umsetzen. Da habe ich jetzt richtig Lust zu. Weil ich bin lange kein Schwein mehr geritten. Und bei mir kam das noch nicht so großartig und manche wissen da auch gar nicht damit was anzufangen. Da hat man hier nochmal einen wunderschönen Ausblick. Na, was heißt ein Ausblick? Das ist ein Rennen. So, und da kommt hier eine Brücke rüber.
Genau, und bei mir war hier immer das Zeigen zu Ende. Glaube ich. So. Da oben merken wir uns mal. Nein, nicht ins Wasser. So. Kommt man dann hier so rüber? Hier, dann müssen wir doch mal kurz durchs Wasser. Ging es denn dann lang? Hier, aha. Bei den Wasserschleiern vorbei. Durch ein kurzes dunkles Stück in der kommt man dann durch die Erleuchtung. Und ich glaube, das hatte ich schon mal eingerichtet, aber wenn man hier nur runterläuft. Eieieiei, wiederbeleben. Willkommen im Spawn. Weg. Das muss noch ausgebaut werden. Scheiße. Jetzt bin ich gestorben. Da kommt fröhlich aufheiternde Musik. Sehr gut. Ja, und da habe ich mir so überlegt, damals. Muss ja mit den Fackeln nachlaufen. Hier ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Ja, ich bin, glaube ich, doch schon mal hier lang gelaufen, wegen dem Erdprompel. Hier kommt ja, also die Gleise kommt, glaube ich, weg. Die wird ersetzt durch einen Weg. Ne? Und zwar diesen hier. Und das soll die Formel Schweinsstrecke sozusagen auf diesen Weg ein bisschen vorgehen. Und dann geht die hier so rüber. Na? So rüber und geht die hier so vor. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen blöd zu erklären. Aber irgendwie sollte über den Berg den wir auch noch abtragen müssen, irgendwie. Und dann hier unten wieder anschließen. Und hier hat man, glaube ich, dann keine schwarze Erde mehr. Genau, da ist hier so ein kleines Slalom. Und hier muss man sich entscheiden, ob links oder rechts. Diesen Weg, diesen Weg. Hier steht aber auch nichts Besonderes dran. Müssen wir ganz doll aufpassen, wo man hier langläuft. Wie zum Beispiel diese Kakteen am Rand steht. Oder diese Liane, wegblockiert. Unter dieser Brücke hier durch. Und dann über die Brücke. Man darf dann nicht hier weiter, weil dann läuft man wieder zurück. Da rüber und dann geht es hier weiter. Hier kommt der andere Weg an. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, jetzt haben wir ja abgekürzt. Ich kann das nochmal ganz kurz auf der Map zeigen. Ganz viele Wegpunkte. Und zwar ist das diesen hier. Da wir hier diesen großen Bogen laufen, ist das höchstwahrscheinlich hier auch ein bisschen kürzer. Aber ich habe es ausgetestet. Man läuft gleich. Das ist wirklich so. Man läuft gleich. Wenn man weiß, wo die Strecke lang geht. Im großen Prinzip geht die Strecke von hier, Start, Ziel. Rum, hier vorne rum, hier so, hier kommt man raus, so und kommt ihr wieder hoch. Mehr ist es nicht. Einmal komplett um die Stadt. Und jetzt ist Nacht. Und da hatten wir ja schon mal eine Schlafmöglichkeit gefunden, und die ist hier hinten beim Meister Eder.
Kann man auch oben schlafen? Nein, aber hier ist eine Endertruhe. Da haben wir nichts drin. Das stimmt. Das ist auch absichtlich so. Nein, nicht runterfahren. Durch die Wandertür. Und schlafen. Hat ja auch noch was. Aber dann nehmen wir mal nichts raus. Das ist vom Meister Eder. Das ist hart und gut. Ein bisschen. Kaninchenfell hat er auch. Gut, das waren jetzt aber über 20 Minuten. So lange wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr aufnehmen. Also nicht so lange Folgen machen. Brücke des Heiligen Schweines. So, da arbeiten wir ab nächste Folge dann an der Formelschweins-Arena. Beziehungsweise an der Strecke der Formelschweins. Dann bis nächste Folge. Ciao, ciao.